Hallo YouTube und willkommen zum neuen Technik-Faultier-Video. Ich bin aus China zurück und ich habe tatsächlich etwas in den Koffer gekriegt. Und zwar die Xiaomi-Pipi-Lampe. Nein, das denke ich mir jetzt nicht aus, denn so heißt sie irgendwie offiziell tatsächlich. Das ist ja hier Xiaomi und dann ist er Mijai oder wie auch immer die da Untermarke da so heißt. Oder das Kooperationsunternehmen. Und dann ist es irgendwie wirklich die Pipi-Desk-Lamp. Also diese smarte Lampe mit dem Sensor-Kamera in der Mitte, finden wir noch raus, die auf Bewegung reagieren soll und dabei sich auch noch haustierähnlich verhalten kann, wenn man das möchte, ne? Spielt irgendwie rum, sie schnurrt, sie wackelt mit dem Köpfchen und was man da nicht alles noch macht. Das war das Überraschungsding. Ich weiß, jeder steht gerade hier und denkt sich, wer braucht so einen Schwachsinn? Aber die Hütte hat getobt. Vergesst das 13 Ultra, vergesst das Mi Band 8, irgendwelche 6er Tablets von Xiaomi. Nein, diese Lampe, die es aktuell nicht bei uns gibt, die ist ich habe keine Ahnung, ob die rüberkommt. Selbst die Xiaomi wirklich Oberen wussten nicht, ob sie das Ding rüberbringen. China-Preis sind ja, glaube ich, umgerechnet irgendwann so um die 70 Euro, je nachdem. Waren da auch in der Vorbestellung direkt, jeder ist auf dieses Teil scharf. Und wie gesagt, das ist ja China only erstmal, China-Version. Wir packen das ganze Ding einmal aus und probieren mal rum, ob ich die jetzt hier ans Laufen kriege und ob das Ding dann wirklich so fancy wackeln kann oder was man damit alles anstellen kann. So, einmal Tesa durchtrennen, dann aufklappen und dann, wir fangen an, wahrscheinlich mit dem Netzteil. Und wer sich jetzt fragt, was denn, ja gut, es wird natürlich ein chinesisches Netzteil sein, steht irgendwas drauf. 2 Ampere, 12 Volt, 2 Ampere, 24 Watt Wattnetzteil, aber leider kein USB-C-Ding, sondern halt wieder so einer von diesen, ja, Steckerdingern. Ich weiß, da gibt es ja auch genügend Aufsätze, aber ich habe jetzt ja einfach mal ein Netzteil für China-Stecker hier. Die Anleitung, auf welcher Sprache wird die wohl sein? Mit Kommandos. Also soweit ich weiß, hat das Ding keinen Lautsprecher und Mikrofon eingebaut. Nee, das ist dann reine Gestensteuerung für, ne, an, aus, hell, leiser, dunkler und sowas. Gucken wir mal ein bisschen. Ja gut, die anstecken, dann die Mi-App besorgen. Das soll ja auch bei uns funktionieren. Ach, guck mal, da sind die Gesten, ne, hier, ha, reingeguckt. Und dann streicheln, schlagen, keine Ahnung, rubbeln. Oh, bitte nicht am... Oh Gott. Ja gut, also, ich blick da jetzt noch nicht durch. Wir gehen einfach mal komplett planlos ran und packen es weiter aus. So, und dann kommt das Ding irgendwie. Und ich bin ja echt hin und weg, dass die hoffentlich, also wenn die Reise vernünftig überlebt habt. So, einmal, zweimal, dreimal. So, da unten ist der Fuß. Ah, nee, gar nicht, der Lampenschirm. Und dann, wie kriege ich dich hier raus, ohne die komplette Box zu zerstören? Aha, da geht schon was kaputt, da geht schon was auf dem Rücken. Ah, auf dem Rücken irgendwie, knet, drück. Aha, zusammengesteckt. Okay, diese Verpackung ist tatsächlich nicht dafür gedacht, dass man das nochmal jemals wieder vernünftig zurückgesteckt bekommt. Aber Styropor-Rahmen vorher. Und jetzt vom Gewicht, also beziehungsweise jetzt, ich halte sie ja gerade in der Hand. Ja, gut, wiegt, was ist das hier, ein Kilo vielleicht? Aber verarbeitungsmäßig schöner. Wobei unten, das ist jetzt eher wieder Plastik. Aber der Fuß obendrauf, nö, ist... Könnte vielleicht auch noch Metall sein, wirkt aber, wenn sehr dünn oder... Nee, es ist Plastik. Aber die Stange, das ist doch eher das Metaller, ne? Oben auch Metall. Ja, würde ich jetzt mal sagen. In der Mitte dann unser Sensording. Wobei, das ist doch eindeutig eine Kamera. Ne? Ich würde mal natürlich, muss also ob hier so ein Helligkeitssensor ist, aber irgendwie müssen ja Finger erkannt werden. Wahrscheinlich aus... Ne, wenn Xiaomi schreibt, jetzt bauen wir schon Kameras in Lampen ein, dann ist schon wieder sonst wo Panik. Natürlich, also ich meine, China-Produkt, Xiaomi-Zeug, ich weiß, 23 sagen schon, sowas kommt mir nicht ins Haus. Ne? Ja, das ist ja dann ähnliches wie man die, was weiß ich, Amazon Alexa, Siri, Google-Lautsprecher. Braucht man das, will man das, möchte man das, ja oder nein, kann ja jeder selber entscheiden. Ich habe mich jetzt dafür entschlossen, das Ding einmal auszuprobieren. Das wird nur reingesteckt, oder?
Da ist dann auch nochmal Kleber. Nee, kann ja nicht sein. Wahrscheinlich muss ich das dann auch nochmal abmachen. Und dann kann man das. Aber damit sieht die Lampe ja mit dem Plastikring, das sieht ja doof aus. Nee, lassen wir es mal. So, es ist eine Schreibtischlampe, heißt ja auch Pipi Desk Lamp. Doch mal der Hinweis: App installieren, Strom anstecken. Und vor allem stelle ich sie jetzt mal auf den Desk. Sie wackelt, sie wackelt, sie wackelt, sie wackelt. So, also Strom ist da. Jetzt hat sie sich einmal umgeguckt bzw. kalibriert und jetzt stehe ich dann da und denke mir, ja, da schnappen wir uns mal die Mi-App. Hat man mir in China bereits gesagt, die Dinger sollten auch hier funktionieren. Einzige Sache halt, Ländereinstellung dann auf China umstellen. Machen wir auch mal fix. Wenn wir es denn finden, da. China, wechseln. Da war auch der Hinweis, ne? Wir wechseln jetzt mal den Server und. Wahrscheinlich auch damit einiges an Dateneinstellungen, aber gucken wir mal. Die Pipi-Lampe fängt an zu leuchten. Wahrscheinlich muss sie mal. Oh Gott, das ist witzig. Vergessen wir das einfach mal. So, die App sieht dann auch schon direkt anders aus. Gerät hinzufügen, Geräte in der Nähe werden automatisch erkannt. Ja, das möchte ich mal bezweifeln, dass ihr euch so schnell findet. Kein Gerät in der Nähe gefunden, okay. Aha, da taucht der Schlawiner jetzt endlich auf. Das war gar nicht so einfach. Ich habe etliches ausprobiert. Ich bin sogar hingegangen und dachte mir, neue Xiaomi-Lampe funktioniert bestimmt nur mit einem neuen Xiaomi-Smartphone, aber haben auch rumgezickt. Das, was jetzt geholfen hatte, war, neues Home zu erstellen, eine neue Umgebung in der Mi Home App. Ich habe die auch einfach mal auch auf China gestellt, die neue Umgebung. Und zack, es taucht die Lampe jetzt auf. Jetzt kann ich es auch verbinden, habe dann hier einmal die Einstellung für mein WLAN. Okay, das passt, die haben sich gefunden, WLAN-Daten werden ausgetauscht. Das Gerät verbindet sich mit meinem Netzwerk. So, habe natürlich noch keinen Raum, ich erstelle einen Raum. Hauptschlafzimmer, ja klar, da gehört das Ding auch hin. Und jetzt will ich doch jetzt einfach nur mal schnell mit dieser Lampe rumspielen. So, das passt, Raum ist festgelegt. So, und wer jetzt eben gelacht hat und dachte sich, Faultier, du erzählst mal wieder irgendwas. Nein, da steht es, Mi Jai Pipi Desk Lamp. Ich denke mir doch so, also ich denke mir viel aus, aber das ist, auf die Idee komme noch nicht mal ich. So, das haben wir, the following scenes are recommended. Okay, good night, kann man auch noch machen für die Lampe. Ja, aber ich will die jetzt gar nicht, ja genau, da muss ich die ja noch definieren und alles. Nein, Fehler. Gehen wir nochmal zurück, schalten das aus. Ich möchte ja nur mit der Lampe rumspielen. So, da ist das Ding. Wir verbinden uns. Ich stimme den AGB zu. Schön, dass das hier trotzdem alles noch auf Deutsch funktioniert. Sie schläft, macht kein Licht, ist an. Achso, dann kann ich sie anschalten, aber um die Ecke sieht man jetzt nicht. Also, so, da könnte man doch dann einiges sehen. Dann schalte ich sie mal fix an. Oder auch nicht. Ah, doch. Schläft ein bisschen. Jetzt. Oh, schön, sie bewegt sich. Es lebt. Ja. ich dachte, das wäre jetzt zum Einschalten. Nein, anscheinend nicht. Toll, eine Lampe, die sich nicht an... Ach, guck mal, jetzt ist sie an. Jetzt ist sie an. Na gut, die zückt nur. Also Helligkeit kann ich auch einstellen. Machen wir es erstmal das Einfachste. Mehr Helligkeit, wenig Helligkeit. Ja, wobei das da auch... das sind aber Verzögerungen gerade noch hier. So, Computer arbeiten, unterschiedliche Farbdinge. Okay, uiuiui, das hat aber echt eine Verzögerung, bis das gerade umändert. Wahrscheinlich geht ja alles über China, Deutschland, China und zurück. Einmal durch die chinesische Cybermauer und. So, gut. Licht einstellen, das kennen wir auch von den normalen Xiaomi-Lampen. Ne? Die Farbtemperatur und Helligkeit, das kennen wir ja alles. Das ist übrigens, ihr seht es, eine warm-weiße Lampe. Also nichts noch mit Bunt und Farbe, sondern nur das warm-weiße Licht. Jetzt haben wir unten die Möglichkeiten, Actions zu machen. Machen wir erstmal Triumph. Oder auch nicht. Wir machen einmal Triumph. So sieht eine triumphierende Lampe aus. Machen wir doch das nächste nochmal. So sieht die Stunt aus. Interessant, dass sie dabei die Lampe ausmacht. So, jetzt ist sie genervt. Doch, du bist genervt, aber sowas von. Doch, du bist total genervt und weil ich dich nicht in Ruhe lasse, wirst du jetzt auch wütend. Wie sieht eine wütende Lampe auf? Oh, guck mal, da wechselt sogar auf Rot. Die Ängste jegliches machen wir nochmal. Und dann schaltet dir die LED echt auf Rot um.
Das ist, dass jeder, was weiß ich, Science-Fiction-Fan weiß, wenn die LED an so einem smarten Produkt, das sich auch noch bewegt, rot wird, das ist nicht gut. Das ist nicht gut. Und dann geht das auch, guck mal, es geht noch weiter. Und dann geht das hier sogar noch weiter. Frustriert, ängstlich, sleepy, great, tot. Jetzt will ich mal gesehen. Wie spielt eine Lampe tot? Und jetzt? Ja, okay. Also ich weiß ja nicht, ob die sich wie ein Erdmännchen auf den Rücken geschmissen hätte. Fire Dance, Light Dance, Wink, Nod, Shake Your Head. Ach, und jetzt, was ist denn jetzt der Feuertanz? Also jetzt bin ich mal gespannt. Ach, guck mal, da blinkt sie dann auch. Das kann man dann auch noch einstellen. Das ist so bescheuert, dass das wieder, dass ich mich frage, will ich? Aber ich mache das jetzt nochmal. Vor allem einen Punkt haben wir jetzt gerade nicht gemacht. Und zwar das Einzige, was einem auffällt. Die bewegt sich, aber macht so ganz leichte... Hier, ich schnapp mal eben mein Mikrofon und jetzt. So, ich hoffe, das Mikrofon hat das ein bisschen eingefangen. Es sind leise Geräusche, es ist ein dumpfer Klang, der gar nicht so groß nervt. Aber wenn man am Schreibtisch sitzt, man kriegt es definitiv mit, dass sich da Servos bewegen, 100 Pro. So, ach guck mal, ach. Jetzt kann ich in die eigene Aktionsnummer gehen und dann wahrscheinlich was programmieren. Ah, dann sehe ich das aber nur in der digitalen Vorschau und dann speichert er das und dann, ach, dabei kann ich dann die Farbe ausjustieren und dann macht er so die Nummer alleine. Was weiß ich will, dass er sich im Kreis dreht und dann zweimal nickt oder sowas. Da. So, den ganzen noch einen Testnamen geben. So, das machen wir nochmal. Weil, wenn, soll es ja auch einmal ein richtiger Test werden. Jetzt sind die Daten geladen, irgendwo abgespeichert, auch nicht. Jetzt taucht Test auf. Gut, jetzt wollen wir aber das machen, was ich hier gerade ausgedacht habe. Und zwar, die Lampe soll sich einmal im Kreis bewegen und dann zweimal nicken, zipp, zipp und mich dann angucken. So, dabei am besten Computerlicht machen, speichern. Test 2. Sehr schön, dass gemerkt wird, dass der Name Test schon vergeben war. So, jetzt dreht sich das wieder. Jetzt führe ich Test 2 aus. Und jetzt gucken wir mal. Ja, jetzt kommt diese Kreisbewegung. Einmal im Kreis. Gut, rauf, runter, rauf, runter. Und leuchten. Ja, und das Computerlicht geht an. Ja, gut, gut. Interaction Settings kann ich auch machen. Ah, das sind jetzt die Gesten für die Lampe. Ne? Straight Palm. Ja, wie kriege ich den an? Ach, guck mal. Fist, um es wieder auszuschalten. Ausschalten. Oh, krass. Ich hoffe mal, die Kamera fängt das an. Aus. Also an. Aus. Jetzt gehst du auch noch weg. Ja, pinchen. Hallo, ich will doch mal die Helligkeiten. Lampe, hier. Warum tanzt denn du jetzt rum? Ja. So, jetzt hier an, aus. Komm schon. Komm schon. Also, volle Hand. An. Jetzt machen wir dich ein bisschen weniger hell. Komm schon. Ich pinche dich. Pinchen. Nein. Weniger hell. Weniger hell. Ah, weniger hell. Hand mal wegnehmen. So, und jetzt? Weniger hell. Weniger hell. Vielleicht mehr hell. Mehr hell. Auf für hell. Aus. An. Nee, an. Ah, guck mal, meine Hand wird aber erkannt. An. So. Und jetzt? Aus. Ah, an. An. Okay, und jetzt weniger hell. Weniger. Jetzt macht er heller. Ja, und weniger. Heller, weniger hell. Heller, weniger hell. Heller, weniger hell. Weniger hell. Weniger hell. Weniger hell. Weniger hell. Ja klar, wie willst du denn, dann denken wir immer, wenn ich aufmache, wird er wieder heller und bei niedriger. Ah. Komm schon. Ja, okay. Ihr seht es. Das Ganze ist vielleicht noch ein bisschen im Entwicklungsstadium. Hier gibt es ja noch ein paar andere Funktionen, wenn ich sie berühre. Ja, ganz ruhig. Streicheln. Jetzt bewegt sie sich. Jetzt kommen die Haustierfunktionen. Ne? Streicheln und schnurre mal. So, was ist mit den AC/DC-Gesten hier? Irgendwie sowas? So. Ja? Okay. Also der erste Eindruck. Es ist Banane. Es funktioniert. Wahrscheinlich muss ich mich aber erstmal an die Lampe gewöhnen. Streichel, streichel. Wie war das? Hier auch irgendwie rubbeln? Es fühlt sich irgendwie falsch an. Na, egal. So. Gut. Gut. So, und aus.
Aus. Aus. Ich bin wahrscheinlich einfach immer zu nah an der Lampe dran für die Gesten gewesen. Ich werde damit noch rumspielen. Es ist aber total bescheuert und genauso bescheuert, wie ich mir das vorgestellt habe. Macht aber schon Laune. Dann die anderen Funktionen, wie das dann ja funktioniert. Na, jetzt geht es ja wieder an, wenn ich drauf zeige. Ja, folgt mir mal. Ist das niedlich? Ist das niedlich, dass man sie auf dem Tisch stehen hat. Und was weiß ich, ich habe hier mein Blatt. Mir mein Blatt liegen. Ist reiner Zufall, dass ich letztens das endlich mal, das habe ich mir vor, ich glaube, 8 Jahren bestellt oder sowas, das Xiaomi Mauspad, weil mein gutes altes StarCraft 2 Mauspad so langsam komplett zerfleddert ist. Wahrscheinlich freut sie sich deswegen die Lampe. Aber was ich demonstrieren wollte, war die Funktion, dass sie auch eurem Blatt folgt, wenn ihr arbeitet, ne, dann schreibt oder so. Und dann bewegt ihr das hin und her und die Lampe folgt dann diesem Blatt und wedelt dann genau dahin, wo ihr das Licht braucht. Naja, gut. Ich bin hin und her gerissen zwischen. Es ist so cool, wie ich es mir vorgestellt habe. Und boah, ist die Bedienung noch ein bisschen nervig, bis ich mich da reingefuchst habe, könnte ich sie teilweise auch aus dem Fenster werfen. Aber es ist schon schön. Aber es ist halt die Kategorie, so ein Produkt, wenn ob das mal zu uns kommt. Und ich sag mal so, es ist natürlich ein Gimmick, auch wenn es natürlich eine coole Lampe ist. Aber ich denke mal so 100, wobei wenn es zu uns kommt, wird es wahrscheinlich 120 kosten oder sowas. Ob man sowas dann wirklich für so eine Lampe, aber es, wann, wo gibt es so eine Lampe? Ne, also gefühlt um die 100 für Xiaomi-Fanboys mit knallharten Lampen. Ist das bescheuert. Es ist jetzt schon toll. Also es ist schon, aber brauchen, nee, haben wollen, ja. Vielen Dank fürs Zugucken. Macht es gut. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Gern. Nö, dann halt nicht.